eine Frau, die mit 27 Jahren verstarb. Alexandra, die mit ihrer eindringlichen Stimme die Zuhörer zu faszinieren, zu berühren wusste und immer noch berühren kann. Illusionen, Mein Freund der Baum, Schwarze Balalaika, das sind nur einige ihrer außergewöhnlichen und außergewöhnlich erfolgreichen Lieder. Heute vor 50 Jahren starb sie bei einem Autounfall. Wir erinnern im Kalenderblatt. An einem Baum in dem Park der großen Stadt hing unter tausenden Blättern ein Blatt. Dieses Blatt hat einen Traum. Fliegen will es übers Meer. Dorthin, wo der Sommer nie vergeht. Schließlich trägt es der Herbstwind davon. Es fliegt in die große Stadt, um dort auf der Straße sein Grab zu finden. Und das Blatt hat nur noch einen Wunsch, zurückfliegen zu können zu seinem Baum. Ein ergreifendes, melancholisches Lied, das das Herz des Zuhörers mit Schwermut füllt. Alexandra hat es sehr gemocht. Das, was das Blatt erlebt, das ist mein Leben. Und ich habe mir auch was dabei gedacht. Ich finde, man soll sich nicht immer fortträumen, sondern soll einmal glücklich und zufrieden sein, dort, wo man ist. Denn das, was danach kommt, das muss nicht immer unbedingt schöner sein, auch wenn es im Moment so scheint. Alexandra, 1942 geboren, stammt aus dem Memelland. Ihre Geburtsstadt heißt Heidekrug und liegt heute als Schilotee in Litauen. Der Zweite Weltkrieg bringt sie als kleines Mädchen nach Deutschland. Hier singt sie im Kirchenchor, nimmt jahrelang Klavierunterricht. Später beschließt sie, aus ihrer Kunstleidenschaft einen Beruf zu machen. Ich habe also geschwankt zwischen Zeichnen, zwischen Tanzen, zwischen Schauspiel, zwischen Singen, zwischen sogar, ich wollte schon also Klavierspiel als Beruf betreiben. Und wusste wirklich überhaupt nicht, was ich machen sollte, bis mein Vater ein Machtwort sprach und sagte, hör mal, jetzt bist du Grafikerin, der Beruf hat am meisten Aussicht. Eine schwarze Balalaika. Aber die Musikerin in Alexandra wehrt sich. Und ihre Karriere nimmt Konturen an, als sie dem Produzenten Fred Weirich über den Weg läuft. Der folgt der Empfehlung eines Freundes, lässt sie vorsingen, ist nach einem mehrstündigen Privatkonzert hellauf begeistert und spricht später von der Entdeckung seines Lebens. Dunkles Wolkenmeer. Die ersten Aufnahmen der Sängerin erscheinen 1967. Und ihre wehmütig anmutenden Lieder treffen einen Nerv. Sehnsucht, Schwarze Balalaika oder Auf dem Wege nach Odessa entführen die Hörerschaft akustisch gen Osten. Und diese Hörerschaft lässt sich gern darauf ein. Alexandra überzeugt auf Platte wie im Konzert. Fred Weirich. Sie war eine Persönlichkeit, sie hatte eine Riesenausstrahlung. Das ganze Mädchen war ein Guss, was sie machte, wie sie dastand, wie sie aussah, wie sie die Leute ansprach und wie sie den Mund aufmachte beim Singen. Das alles stimmte eben und das, glaube ich, war ihr Erfolg. Doch Alexandra will mehr als nur Erfolg. Sie will die Leute mit eigenen Liedern, mit von ihr geschriebenen Texten erreichen. Unbedingt habe ich zu Liedern, die ich selbst schreibe, ein anderes Verhältnis als zu Liedern, die mir geschrieben werden. Ich empfinde sie anders, ich empfinde sie wirklich als einen Teil von mir selbst und ich interpretiere sie auch anders. Über ein Songfestival lernt Alexandra dann Brasilien und Rio de Janeiro kennen. Rio hat als Stadt auf mich den schönsten Eindruck gemacht, den eine Stadt haben kann. Das ist die Stadt, wo ich meine alten Jahre verbringen möchte. Alexandra kann nicht wissen, dass ihr diese alten Jahre nicht vergönnt sind. Doch solange ein Mensch noch träumen kann, wird sich er irgendwann ein Traum ihm in Erfüllung geben. Alexandra im Kalenderblatt. Alexandra verstorben 1969, vor 50 Jahren, bei einem Autounfall.